Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal eGaming. Heute spielen wir mal wieder Descenders. Wer meine letzten beiden Videos noch nicht gesehen hat, da haben wir einmal die Bikeparks gespielt und die Session angefangen. Und heute würde ich sagen, machen wir den Karrieremodus weiter. Und wir gucken mal, wo wir letztes Mal aufgehört haben. So, anscheinend setzt sich das immer automatisch zurück, wenn man da nicht weiterspielt. Ich werde jetzt mal die ganzen Level spielen, bis ich dann da bin, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und dann sehen wir uns, wenn wir da sind. So, jetzt bin ich ungefähr so weit. Ist klar, dass hier diese Farben und dieser Totenkopf hier, dass das ein bisschen anders ist. Die Farben waren hier oben irgendwo letztes Mal. Und der hier war hier hinten irgendwo. Ich denke mal, das wird sich immer neu generieren. Und dass das alles weg ist, wird wahrscheinlich daran liegen, dass man... Es wird ja von diesen Maps hier ganz viele geben, dass man erst so einen Abschnitt zu Ende machen muss, bis man dann den anderen machen kann. So, jetzt gibt es hier so eine Sponsorenstrecke. Ich würde sagen, gehen mal dahin. Da gibt es jetzt drei Sponsoren. Einmal Kinetic, Enemy und Aboruel. Fahre abseits der Strecke, Highspeed oder viele Stunts. Ich würde sagen, Highspeed Downhill Action ist eigentlich mit so das, was mich am meisten anspricht. Abseits von der Strecke fahren, also ohne Beschleunigung loszulassen, Ziel erreichen. Da haben wir genau einen perfekten Sponsor gewählt. So, jetzt haben wir einmal kurz losgelassen, aber wir haben ja 6 Leben, nicht so schlimm. Und das andere, viele Stunts, wir können ja trotzdem Stunts machen. Aber dass wir so ein bisschen Stabilisierung haben mit dem Fahrrad. Ich habe jetzt bei Crewmitglieder die Wheelie-Ballons genommen. Beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, irgendwas mit Stunts oder so, keine Ahnung. So, dann sind wir im Ziel. Ein Talentsucher vom Team Queen. Oh, jetzt haben wir auch schon ein Abzeichen bekommen. Jetzt können wir noch einen Crew-Member nehmen. Alle Strecken haben mehr Checkpoints. Erhöht die Stabilität deines Fahrens bei hoher Geschwindigkeit. Das hatten wir letztes Mal, glaube ich. Erstellt eine weitere Teamstrecke auf der Weltkarte und verringert die Reibung, wenn du vom Pfad abkommst. Ich würde sagen, wir nehmen wieder das, was wir letztes Mal hatten. Jetzt haben wir 2. Dann können wir ja noch... Und das hier machen, da ist kurvig, ganz rot. Es wird dunkel, beeil dich. Ja, natürlich. Wir dürfen nicht vom Gas kommen. Okay. Das denke ich mal, vielleicht, weil die Strecke so kurvig ist, weiß ich nicht, ob wir das schaffen werden. Aber hier werden wir ein bisschen abgebremst. Das ist schon mal gut. Hier dann die Kurve runter mit Vollspeed. Es geht eigentlich. So, dann hier rum. Dann hier rüber. Hier rum. Hier ist der erste Checkpoint. Das Ziel sehe ich jetzt noch nicht. Also Stunts kann man ja auf jeden Fall nicht so gut machen, weil ja auch nicht irgendwelche großen Rampen sind. Und hier ist das Ziel. Wir haben ein Leben dazu bekommen, haben jetzt 7. Und jetzt ist es hier auch so ein bisschen dunkler. Ich weiß nicht, was es zu bedeuten hat. Hier das noch ein einfaches Rennen. Da ist alles auf grün. Da können wir ein paar Stunts machen. Sei 6 Sekunden in der Luft. Okay. Jetzt haben wir sogar Licht vorne am Fahrrad. Krass, wenn es dunkel ist, dann sehen die Blumen voll blau oder so lila aus. Das an der Seite wird ja auch beleuchtet. In der Ego-Perspektive sieht es bestimmt auch lustig aus mit dem Licht. Krass. Okay, aber ich würde sagen, wir fahren so. Es wird jetzt bestimmt auch noch mal ein bisschen schwieriger. So haben wir schon mal nicht die erste Sekunde. Jetzt haben wir die erste Sekunde. So, zweite. Ich glaube, wenn man immer so hoch springt, dann kriegt man auch ein paar Millisekunden. So, Nummer 3. Hoch, da sind wir fast gegen Baum. Also wenn es dunkel ist, ist es echt ein bisschen schwieriger als sonst.
hoch. Da sind wir jetzt mal von der Strecke abgekommen. Aber wir haben ja gerade zum Glück hier einen Checkpoint gehabt. Hier war das gerade. Wir haben jetzt zwar nicht die Challenge geschafft, aber 6 Leben sollte reichen. So, was gibt es noch für Strecken? Hier steil und Stunts ist beides übel niedrig, aber Kurven ist auf fast ganz rot. Also wird es da wahrscheinlich eine Rampe geben und steil wird es auch nicht sein. Deine Batterie geht leer, okay. Und es wird wahrscheinlich fast nur Kurven geben. So, hier lang. Da oben ist auch der Mond. Das ist irgendwie alles so ein bisschen lila. Unsere Leuchte da vorne ist ja auch ein bisschen lila. Schimmert so lila. Okay, es stimmt. Erreiche das hier innerhalb von 55 Sekunden. Ja, wir versuchen es mal. Da hinten ist das Ziel. Da hinten rechts, glaube ich. Ja. Wenn nicht, müssen wir mal kurz von der Strecke abkommen. Dann geht es ein bisschen schneller. Hoffentlich sind hier keine Steine, die ich nicht sehe. Ich denke mal, wir schaffen es. Jetzt können wir hier auf dem Weg weiterfahren. Und 51 Sekunden. Jetzt haben wir wieder 7 Leben. Perfekt. So, dann würde ich sagen, machen wir mal hier Stunts. Okay, dann können wir mal ein paar Tricks machen. Stunts. Ist zwar vielleicht ein bisschen schwer, machen zwei Rückwärtssaltos, okay. Hier am Anfang können wir mal ein Rückwärtssalto im Stand machen. Machen wir hier noch einen, dann haben wir das direkt abgeschlossen. Okay, wo ist jetzt unsere Lampe? Ist die vorne ausgegangen? Keine Ahnung. Sehen wir auf jeden Fall fast gar nichts mehr. Hier, wenn der Mond nicht scheinen würde und so ein bisschen Licht machen würde. Ich denke mal, dann wäre hier alles stockdunkel. Hier können wir vielleicht ein 360 versuchen. Ja, haben wir geschafft. Oha, dass wir hier das überlebt haben. Ich habe es gar nicht gesehen. Wir sind zum Glück nicht da von der Strecke abgekommen oder gegen die Kante gekommen. Mal einen Backflip, da können wir noch mal einen Frontflip versuchen. Easy. Dann hier haben wir gerade auch den 360 gemacht. Hier bin ich doch gerade fast runtergefallen. Dann hier noch. Und da vorne ist das Ziel, die zwei Rückwärtssaltos haben wir easy geschafft. Und wir haben wieder 7 Leben. Ist immer so, wir haben erst 6 Leben, dann 7 Leben. Okay, ich würde sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Schreibt gerne in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Ich werde jetzt noch weiterspielen, aber das könnt ihr dann im zweiten Part sehen, damit ich nicht alles nochmal neu spielen muss. Ja, ich würde sagen, wer meine letzten Videos noch nicht gesehen hat, die packe ich in die Beschreibung, wie gesagt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.